Winter 66-67, Braunschweig. Und nun schauen Sie mal ganz genau hin. So trainierte der zukünftige deutsche Meister. Hatte schon was von Thekenmannschaft irgendwie. Auch die Häufigkeit des Trainings, maximal 4-mal pro Woche. Dass wir nicht so forciert arbeiten können, wie es unter Lizenzspielerbedingungen eigentlich als sogenannter Profi schon möglich sein sollte. Wie schon 2 Jahre zuvor in Bremen hatten die Experten auch Eintracht Braunschweig überhaupt nicht auf der Rechnung. Braunschweig galt als Provinzclub. Während die großen Kölner schon im Glitzertrikot spielten, trugen die Braunschweiger noch ihre Baumwollhemden, die bei Regen schlicht und einfach schrumpften. Dass die Eintracht aus Braunschweig es schafft, dieses Jahr Deutscher Meister zu werden? Wenn die Eintracht aus Braunschweig so weiterspielen kann wie heute, so geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld zum Angriff vorstürmend, dann glaube ich, dass sie es schaffen kann. Ja, aber nur dann. Der Experte behielt recht. Am 14. April 1967 demonstrierten die Braunschweiger Löwen ihre Extraklasse mit einer eindrucksvollen Vorstellung gegen den FC Bayern. Im ausverkauften Stadion an der Hamburger Straße überrannten sie den deutschen Pokalsieger mit 5:2 Toren. Zu den ganz Großen dieser Meisterelf zählten Männer wie Ulsers, Wolter und Karg. Das absolute Paradestück ganz klar die Abwehr, die in 34 Spielen nur 27 Tore zuließ. Im Namen des Deutschen Fußballbundes die Mannschaft vom SV Eintracht zum Deutschen Fußballmeister 1967. Braunschweig feierte den Titelgewinn überschwänglich. Eine Meisterschaft der Rekorde, denn die Eintracht gewann mit der schwächsten Auswärtsbilanz aller Meister. Und auch danach wurde nie wieder eine Mannschaft mit so wenigen Punkten und Toren deutscher Meister. Aber das störte natürlich in der Stunde des Triumphes niemanden. Warum auch? Der Bundesliga-Fußballclub Eintracht Braunschweig darf sich Sportverein Jägermeister Braunschweig nennen. Verlierer eines entsprechenden Urteils des Bundesgerichtshofes ist der Deutsche Fußballbund. Der Name blieb immer Eintracht. Jägermeister kam aber auf ihre Trikots. Die Geburtsstunde der Trikotwerbung 1973 in der Bundesliga. Die Wiege stand also in Braunschweig.